so wie die Gewächshäuser, was wir so, wir haben ja so 7 Gewächshäuser hier auf dem Hof. Mhm. Wir bauen ja auch in Gewächshäuser meistens auch, so wie die letzten Jahren, Gurken, Tomaten, okay, und Bohnen haben wir ja gemacht, aber dieses Jahr nicht mehr, weil wir das umgeändert haben von Hauptwerk, glaube ich, von aus. Und deswegen haben wir ja im Frühjahr in Gewächshäusern meistens Blumen drin stehen, so wie in Haus 1. Aber jetzt haben wir da keine mehr drin. Und da stellen wir die Geranien rein, Fuchsien und sowas anderes. Die großen Pflanzen sind da die Röpka-Pflanzen und so andere paar Pflanzen. Jetzt komme ich nicht Namen drauf, aber wir machen das ja so mit Sand, wenn man die besser stehen kann. Und das ist auch ein Gewächshaus. Ja. Und da stehen ja auch unsere Kräuter, so wie Rosmarin, Salbei und die anderen. Hier haben wir nur noch mehrere Gewächshäuser, aber noch ein Tomatenhaus haben wir ja hier vorne, wo wir die Tomaten ernten müssen. Und hier ist unsere Kumpelkammer. Wegen die Jungpflanzen entgiften. Aha. Und ein bisschen von Kraut entfernen. Okay. Und da haben wir unsere Tomaten. Das sind die Außenanlagen? Hier haben die Außenanlagen, wo wir, da sind die Kartoffeln, Möhren, Rosenkohl. Und da hinten sind ja Blühwiesen geworden, weil wir ein bisschen verkleinert worden als das ganze Feld. Mhm. Das will ja Hauptwerk so, wenn wir ein bisschen Blumenwiesen anbauen, wegen die Wespen. Wir haben hier die Prozessionshalle, wo wir die grüne Kiste machen und wo wir die ganze Ware bekommen hierher vom Großmarkt, und hier packen wir die.
Wasseranlage, okay, wo wir die Möhren hinten reinköpfen und dann waschen können. Auch auf dem Feld hin und da auch. So, dann werden wir noch geradeaus laufen. Wenn das zu trocken sind, die Felder, wenn wir ja die Jungpflanzen bewässern, wenn wir die Jungpflanzen, wenn das zu warm ist, und die Trockenheit sind wir dicht weg, bauen wir auch die Regenanlage ja auf. Mhm. Und ja.